Heute mein kleines Video über meine Motovlog Setup Geschichte hier. Und zwar eigentlich gar nicht mal so kompliziert. Mein Helm, ganz klar. Ne? Dann habe ich hier die GoPro. Die habe ich hier an der Seite befestigt mit so ein paar Gelenken. Und mit weiteren Gelenken natürlich den Winkel eingestellt, damit man die Sicht so hat, wie sie bei mir in den Videos ist. Okay. Damit nehme ich das Bildmaterial auf. Und mein Ton nehme ich über mein Sena SF2 auf. Und zwar, das geht nicht an die GoPro, die Soundgeschichte, sondern per Bluetooth über mein Handy. Und da habe ich einfach mit meinem Handy hier so eine ganz einfache Diktierprogramm. Da kann ich nämlich speziell auswählen, welche Mikrofonquelle ich aufnehmen möchte. Und zwar, ob es jetzt intern ist oder halt eben ein Bluetooth-Headset. Ha, man sieht, er kennt sich damit aus. Und ja, deswegen habe ich auch so eine, würde ich jetzt behaupten, gute Soundqualität, also Sprachqualität, weil es halt von dem Sena ist. Gut, macht zwar ein bisschen mehr Arbeit beim Bearbeiten, weil ich muss ja Audio und Tonspur zusammenfügen. Aber das geht eigentlich. Ich mache dann am Anfang, wenn ich das Video starte und den Ton starte, mache ich irgendwie einmal hier so ein paar Schnipschen und dann synchronisiere ich das so. Hallo. Hallo, hallo. 1, 2. Okay. Nicht überperfekt, aber so, dass es innerhalb von Millisekunden eigentlich gleich läuft. Damit ich auch genug Strom für die GoPro habe, habe ich einfach mal 3 Akkus. Ein Akku hält, glaube ich, zwischen 45 und 55 Minuten. Ich finde, das ist eigentlich okay. Das ist die GoPro Hero 8 Black Edition. Ich glaube, es gibt ja nur die und dann die Max, glaube ich, noch. Jetzt mittlerweile gibt es ja schon die GoPro 9. Ist, glaube ich, seit ein paar Tagen raus, aber die habe ich jetzt fast ein Jahr. Ja, der Helm ist ein HJC RPHA11 Kylo Ren Edition, wie man sieht. Ich habe noch eine Kamera. Und zwar die SJ Cam SJ7 Star. Ich glaube, damit habe ich auch mal ein Video gemacht, einen Motovlog, aber ich glaube, den habe ich gar nicht hochgeladen. Aber diese Kamera habe ich vor, irgendwie einen Blick nach hinten zu machen. Entweder über dem Reifen oder so, genau weiß ich noch nicht, wie ich das machen möchte. Die ist eigentlich auch relativ neu, beziehungsweise neu gekauft und noch nicht so viel benutzt. Hat auch Bildstabilisation und 4K-Aufnahmen, also ein Kram. Damit muss ich mich mal auseinandersetzen. Aber so ist eigentlich mein momentanes Motovlog-Setup. Ziemlich kurz und knackig. Viel gibt es da gar nicht zu sagen. Ist auch gar nicht so eine komplizierte Technik. Was man jetzt machen könnte, wenn man jetzt nicht Ton und Bild manuell zusammenfügen will. Man kann hier ein externes Mikrofon anschließen, man bräuchte aber diesen Media Mod von GoPro selber, der kostet, glaube ich, auch, ich meine, 80 Euro. Das ist dann so ein Gehäuse, der kommt hier drum rum. Dann hast du vorne und hinten sowieso noch, oder hier auf der Seite, ein zusätzliches Mikrofon für Videologs oder so, vielleicht ganz interessant, aber das wäre ja beim Motovlog relativ uninteressant. Und da hat man einen direkten Klinkenanschluss für ein externes Mikrofon und den könnte man direkt ins Helm legen und dann hätte man Ton und Video direkt zusammen. Mir gefällt die Option momentan so besser. Es macht zwar mehr Arbeit, aber einfach aus dem Grund, ich denke, das konnte man bei meinem Harley-Video gut erkennen oder auch wenn ich sowieso Soundaufnahmen mache, wenn ich spreche und wenn ich sage, oder ich möchte halt auch die Außengeräusche wie ein Motorradgeräusch besser darstellen, was natürlich in diesem Helm zumindest natürlich dann nicht so geil ist, kann ich dann einfach auf die Audioaufnahme von der Videodatei zurückgreifen und damit habe ich ja natürlich die Außenaufnahme. So kann ich dann immer hin und her switchen und habe beide Optionen direkt parat. Ja, das war's eigentlich. Mehr gibt's da eigentlich gar nicht. Nee, das war alles. Wie gesagt, brauche ich dann mein Handy. Kann man auch, glaube ich, mit der ganz normalen Aufnahme- oder Diktierfunktion, die. Also bei mir ist jetzt ein iPhone. Ich benutze aber die App, die nennt sich Diktiergerät Pro.
Und da kann ich von vornherein, wie gesagt, auswählen, welche Audioquelle ich aufnehmen möchte. Und da gibt es auch noch irgendwie Einstellungsmöglichkeiten, die ich aber alle nicht nutze. Wenn ich irgendwas am Ton verändere, dann mache ich das dann nachher in Filmora 9. Und oder spielt auch keine Rolle, in welchem Programm ihr das zum Beispiel bearbeitet. Aber da habe ich halt viel mehr Möglichkeiten, obwohl ich jetzt keine nutze, weil ich nehme die Sounddatei so roh, wie sie da ist und packe sie übers Video und gut ist, weil da habe ich jetzt irgendwie kein Problem irgendwie, dass ich da noch was machen muss. Ansonsten benutze ich eigentlich kein weiteres Zubehör für die Motovlogs, ne. Die Thumbnail-Bilder mache ich jetzt nicht damit. Die mache ich dann meistens mit meiner Nikon D7500 mit einem Sigma 1750 2.8. Mein immer drauf Objektiv. Aber das war alles eigentlich. So. Nimmt er noch auf. Ah, nur 1080p. Egal. Ja, das war meine kleine Motovlog-Setup-Geschichte. Nicht viel dahinter. Klar, das kostet halt ein bisschen, so wie jedes andere Teil auch. Es geht auch mit günstigeren Kameras. Die Kamera hier war nicht so teuer. Ich meine 150 oder 160 Euro. Ich glaube, die gibt es jetzt auch viel günstiger. Und ich glaube, es gibt sogar schon neuere. Damit habe ich ein paar Lost Place Videos aufgenommen. Und die sind genauso kristallklar. Bildstabilisierung hat sie auch. Natürlich nicht ganz so geil wie die GoPro. Ist aber da. Und wenn man sehr weitwinklig aufnimmt, kann man auch immer noch an Bildstabilisation in einem Bildbearbeitungsprogramm nochmal zusätzlich nachholen. Ist eigentlich gar kein Problem. Wer halt keine 400-500 Euro für eine GoPro ausgeben will, kann auch andere Kameras nehmen. Also der Nachteil hier ist, es ist nicht so einfach, einen Akku zu wechseln, weil, kann ich ja mal eben kurz zeigen, man muss halt immer wieder alles komplett auseinandernehmen und das Fach aufmachen. Und ich glaube, die Akkus, das ist alles nicht so einfach zu bekommen für andere Hersteller. GoPro ist ja nun mal führend auf dem Markt. Ja, das war's dann heute. Dann sehen wir uns auf der Straße bald wieder. Ich mit dem Helm oder im Helm mit meiner Geschichte hier und ihr irgendwo draußen. Vielleicht sitzt ja wieder irgendeiner am Auto hinter mir an irgendeinem bei Kaufland. Dann sagt mir einfach Hallo oder hup mal. Grüße gehen raus. Alles klar, dann sage ich jetzt mal gute Nacht, weil wir haben jetzt auch schon 23 Uhr. Und wir sehen uns. Haut rein, Leute.